Liebe Zuschauer, schön, dass Sie Ihren Lieblingssender eingeschaltet haben. Ja, heute habe ich eine wunderbare Dame in meiner Sendung. Sie ist Münchnerin und ja, sie hat ein unglaubliches Leben, ja, nach wie vor. Sie ist wahrscheinlich, ich würde mal sagen, ja, da fragen wir Sie mal selber, wie oft sind Sie denn um die ganze Welt rumgeflogen, Frau Miller? Ja, also so 30 Jahre circa um die Welt und kann man sich vielleicht ausrechnen. Ja. Mir ist es zu kompliziert. Wahnsinn. Sie sind wirklich eine wunderbare Dame, die wirklich so diese Stewardess-Erfahrung nicht nur hat, sondern Sie sind wirklich ja, gestartet als eine Stewardess in den 60er Jahren. Ja? Und Sie haben damals begonnen bei der Pan Am. Die Pan Am, eine der besten Airlines der Welt, damals wahrscheinlich die Nummer eins gewesen. Nummer eins. Jetzt gibt es aber die Vorgeschichte. Sie sind aufgewachsen in München und Sie haben ja, eine tolle Mutter gehabt. Und Sie sind dann einfach ja, schon früh immer so ein bisschen auch jemand gewesen, der ja, so ein bisschen in die Ferne wollte. Erzählen Sie doch mal aus Ihrer Kindheit. Wie ging denn das los bei Ihnen? Ich bin mit meinen Eltern schon sehr viel gereist. Ja, mein Vater war bei der Bahn, also es gab Freifahrtscheine und wir haben keine ausfallen lassen. Wir waren in Helgoland, also wo wir ganz klein waren, in Deutschland überall, Bremerhaven, haben Verwandte besucht und ich bin sehr gerne mit der Bahn gereist, tue ich ja heute noch. Und als ich ein bisschen älter war, dann waren wir schon in Italien. Also wir sind viel gereist, mein Großvater ist schon viel gereist. Ne? Und das heißt was, weil das war ja dann im vorletzten Jahrhundert. Ja, also ich bin mit meinen Eltern das Reisen gewohnt gewesen. Und jetzt haben Sie ja immer so auch so ein bisschen in der Nase gehabt, irgendwo in Ihnen steckt was, in Ihnen steckt was. Ja? Ich meine, ich habe mich natürlich mit Ihrem Leben so ein bisschen befasst, aber wir kommen ja da langsam mal hin. Sie sind ja wirklich eine Persönlichkeit, Sie haben so viel bewegt in Ihrem Leben und haben so viele Menschen kennengelernt. Aber jetzt kommen wir erst einmal, Sie sind dann mit 20 Jahren das erste Mal, Sie hatten Verwandte in den USA. Und Sie sind das erste Mal mit 20 Jahren gesagt, ich möchte nach USA. Ich möchte einfach da mal rüberfahren. Erstmal wollten Sie schon früher irgendwie ein bisschen ausbüchsen, aber Ihre Eltern haben gesagt, nein, ja, das ist noch zu früh. Aber dann haben Sie gesagt, fliegen und mit dem Schiff kostet das gleiche Geld. Also haben Sie sich entschieden, mit dem Schiff zu fahren. Mit dem Schiff gefahren, mit der Hanseatic. Also ich wollte ja schon viel früher nach Frankreich. Da war ich meinen Eltern, vor allen Dingen meiner Mutter, viel zu jung. Wo wollten Sie da hin, nach Paris? Oder? Ich wollte nach Paris, auf genau. Die Sorbonne. Ich wollte mich Sorbonne, natürlich da weiterbilden. Ich wollte Auslandskorrespondentin werden. Und dann, als ich 20 war, dann waren meine Eltern einverstanden, dass ich gehen darf. Und wie gesagt, es hat sich ergeben, dass ich Verwandte habe in den USA. Die haben mich eingeladen, waren ganz begeistert. In St. Louis war das, glaube ich, oder? In St. Louis, Missouri, haben mich eingeladen. Sie selber hatten keine Kinder, die waren ausgewandert, ich glaube in den 20er Jahren. Und ja, das hat natürlich den Anlass, also war ich natürlich total begeistert, musste natürlich erst ein Visum bekommen, aufs Konsulat gehen, es musste immer alles stimmen. Es war sehr viel Papierkram zu erledigen, ärztliches Zeugnis etc. Es hat dann geklappt und wie gesagt, ich habe in Erwägung gezogen, fliege ich oder fahre ich mit dem Schiff. Und ich hatte ja viel Zeit, ja. Und dann habe ich auch festgestellt, Fliegen kostet das Gleiche, wie Sie schon gesagt haben, wie eine Schiffspassage. Und dann habe ich die Schiffspassage gewählt und bin mit der Hanseatic über den Atlantik. Das war und dann haben Sie irgendwie einen deutschen Herrn kennengelernt und einen Amerikaner. Und der hat dann gesagt, wie er in New York war, Sie haben dann die Freiheitsstatute gesehen und haben gesagt, boah, das ist es. Was ging da in Ihnen vor? Also das erste Mal, Sie waren 20 und sehen jetzt einfach diese State of Liberty. Was ging da vor Ihnen? Ja, das ist etwas, das werde ich überhaupt nie vergessen. Wir waren ja circa 8 Tage auf Schiffe, hätten eigentlich 7 Tage brauchen sollen, aber dann sind es doch 8 Tage geworden. Hoher Seegang. Ja. Das ist ja auch nochmal lustig, weil war das im Speisesaal kam jemand, Seile wurden aufgespannt und es waren ja auch Tanzveranstaltungen. Es war völlig wurscht, ob man tanzen kann oder nicht. Und mal sind sie alle auf der linken Seite gewesen oder rechts. Also jedenfalls, endlich mal, vorher haben wir schon immer
geschaut, ist da schon eine Küste, ist da schon Land und so weiter. Wieder nichts. Aber dann endlich haben wir Land gesehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind immer näher gekommen und dann plötzlich die Freiheitsstatue. Also das ist etwas, das kann man nur mit dem Schiff, wenn man rüberfährt, erleben. Und für mich war es jetzt nicht nur allein die Freiheitsstatue in dem Sinn, sondern für mich hatte das auch praktisch meinen Wunsch erfüllt. Jetzt bin ich in Amerika, weil wir waren damals schon in Amerika. Wir kannten Elvis, Rock'n'Roll und Kaugummi und alles, die Straßenkreuzer, alles kommt aus Amerika. Ja. Und ich musste dahin ganz einfach. Und jetzt bin ich da. Ja? Und ich habe zwei junge Herren auf dem Schiff kennengelernt. Das sind ja meistens ältere Herrschaften, damals schon. Heute sind sie ja jünger, aber damals alles ältere Herrschaften und die jungen Leute lernen sich gleich kennen. Und ich habe so zwei junge Herren kennengelernt, einen Deutschen und einen Amerikaner. Wir waren immer beisammen und haben Karten gespielt, habe Kanaster spielen gelernt. Und ich wollte ja gleich weiter von New York dann nach St. Louis. Und es hat auch immer eine extra Stewardess auf mich geschaut, ja, weil ich war noch nicht volljährig, also die hat immer auf mich aufgepasst. Alles in Ordnung ist. Und die beiden sagten, bleib doch noch einen Tag in New York, wir zeigen dir New York. Und dachte ich mir, ja, das ist schön, New York. Aber das erste Mal für Sie? Erst natürlich, war 20, erste Mal, es war 1964. Ja. Und habe dann bei meinen Verwandten in St. Louis angerufen, ob es recht ist. Ich habe gesagt, ja gut, dann sehen wir dich morgen mit dem und dem Flieger, alles gut. Und dann war ich in New York und habe mir dann ein günstigeres Hotel ausgesucht als die beiden, weil muss man schon sparen mit dem Geld. Und jedenfalls haben mir die beiden dann New York gezeigt und das war ja, ich bin mir vorgekommen, ich bin Münchnerin, in der Großstadt aufgewachsen, aber ich kam mir damals vor in New York wie die Königin, oder? Unschuld vom Lande. Ja, ja. Die Damen, elegant rasierte Beine und ich bin da bei 6 Fifth Avenue und diese Rolltreppen hochgefahren. Ja, und ich kannte die vom Härte, die waren mit so Holzlatten. Kleine, mit Holz, ja, genau. Und wo man gerade, früher war man schlank, aber heute kräftiger, der hätte vielleicht sogar Probleme. Haben Sie da auch schon so, wir sind ja so in der gleichen Zeit aufgewachsen, haben Sie da auch schon so die Münchner Zeit erlebt, das Kreuzchen und dann Schwabing. Und dann natürlich auch die Goethestraße, ich weiß nicht, ob Sie noch, wo die ganzen Bands waren und so, Rock'n'Roll. Und da war ja auch, in München war ja, schon auch amerikanisch angehaucht zu der Zeit. Ja, natürlich. Wir waren, also Goethestraße waren wir nicht. Sagt aber die war gut für die Bands. Ach so. Nur für, genau. Aha, ja, also jedenfalls, wir waren da in Schwabing. Badewanne, Käuzchen, Hängematte. Kannten Sie es La Luna auch? La Luna? Babalu. Nein, La Luna. Nee, das kannte ich jetzt nicht. Nee. Nee, aber Gisela, da sind wir aber vorbeigeschlichen. Ja. Da waren die Gardinen zu. Zurück in New York. Dann sind Sie nach St. Louis, dann sind Sie abgeholt worden in einem gelben Thunderbird. Ja. So, was war das für ein Gefühl? Da waren Sie zu dritt vorne auf der ersten Bank gesessen, oder? Ja, da war es die sogenannten Bench Seats. Und ich wollte hinten einsteigen. Da sagt man, na, komm, wir sitzen alle vorne zu dritt. Also es gab eine Überraschung nach der anderen und ich sitze da in dem Thunderbird, den man ja eigentlich nur kennt oder kannte von Magazinen her, Bravo oder was wir da hatten. Da haben wir natürlich auch Elvis mit dem Thunderbird oder irgend so einem Straßenkreuzer. Und jetzt sitze ich da drin. Also es war toll. Genau. Dann waren Sie ein Jahr in den USA. Nee, circa? War länger. Ich war zwei Jahre. Und aber dann ging es wieder zurück nach München. Dann ging es zurück. Und dann haben Sie einen guten Job begonnen. Ich habe einen guten Job aufgrund meiner Kenntnisse. Ich habe Business und Marketing studiert. Und Sie konnten auch, wie Sie nach USA kamen, konnten Sie schon Englisch und so? Also, ja, konnte ich schon. Aber ich habe mich immer noch fortgebildet. Ah, ja. Und weil ich habe das Oxford-Englisch und dann die Amerikaner. Und dann noch in St. Louis. Ja. Aber es ging dann schon. Ging na klar, als junger Mensch lernt man ja und schon. Und dann, eines Tages hat die Mama hat dann in der Süddeutschen Zeitung gesehen, die Pan Am sucht Stewardessen. Und war jetzt das die Mama, die gesagt hat, Edeltraut, du musst jetzt einfach dich bewerben oder waren Sie das? Nein, meine Mutter hat mir das so vorgelesen. Aha. Und dann sagt
du hast da mal irgendwie was von Stewardess gesagt. Und weil ich bin ja schon einmal auf Mallorca geflogen, aber 16, also haben wir jetzt schon Stewardessen gesehen. Aber ich habe mich dann nicht mehr damit befasst und habe dann immer nur gehört, Stewardess, da wird mir ja nicht genommen und was die alles verlangen von einem und so weiter. Und ich hatte ja auch meinen festen Job mit guten Aufstiegsmöglichkeiten, war sehr zufrieden von der Arbeitsweise her. Aber irgendwie hat es mich gereizt, haben wir gedacht, also jetzt würde es mich interessieren, ob mich die überhaupt nehmen. Und dann dachte ich mir, jetzt bewerbe ich mich. Wie haben Sie das gemacht? Schriftlich? Oder? Schriftlich. Und dann war die Vorstellung im Hotel Regina. Regina. Das ja die feudalen Faschingsbälle waren und ja. So. Ja, schön. Und das Hotel Regina, da hat ja damals die Faschingsprinzessin gewohnt. Ja, ja. Und Sie waren ja auch in der Garde mal, gell? Ich war, in diesem Jahr. Ausgerechnet da war ich in der Garde. Ja. Und der Faschingsprinz, der Sönkes damals, der Peter Sönkes. Peter Sönkes, den kannte ich gut. Aha, und sein Vater hat ja damals noch gelebt, der Senator Sönkes. Ja. Und ausgerechnet in dem Hotel Regina war das Vorstellungsgespräch. Und da waren drei Herrschaften, also ein Komitee, also eine Dame und zwei Herren, oder? Ja, zwei kamen aus USA, einer aus New York, die Dame Grooming Supervisor habe ich festgestellt, später in Miami und einer kam aus Berlin. Ja. Jetzt muss ich mal unsere Zuschauer kurz mal briefen. Also, liebe Zuschauer, wir haben ja hier die Uniformen von Frau Miller, also hier diese beige, dann die blaue, das ist also Pan Am, das war ja einfach, wenn man die so anhatte, oder? Da war man einfach irgendwie, waren Sie da anders, wenn Sie die Uniform anhatten, als wenn Sie jetzt einfach so privat gekleidet waren? War das irgendwie so? Ich habe meine Uniformen, speziell diese Superjet Blue, ich hab die Uniformen geliebt. Also ich liebe überhaupt Uniformen. Also ich finde, das ist einfach was Fesches. Und sind Sie da auch mal so, wenn Sie vom Flug dann wieder zurückkamen, auch mal so auf den Drink gegangen? Irgendwo? Nein, das dürfen wir nicht. Durften Sie nicht? Dürfen wir nicht. Das ist nur einmal passiert, aber wir durften da trotzdem auch keinen Alkohol trinken. Das war, wir sind einmal gestrandet, sage ich mal. Das war an Kingston, Jamaica. Und das wäre eigentlich ein Tagesflug gewesen von Miami aus. Also Miami, Kingston und zurück. Easy going. Aber es war irgendwas mit den Tragflächen nicht in Ordnung. Und man musste erst Mechaniker und Ersatzteile von Miami oder sonst woher einfliegen lassen. Und deshalb haben wir eine Übernachtung auf Kingston gehabt und das war ganz blöd, weil wir hatten keine private Kleidung dabei, also waren in Uniform und da in dem Hotel, da haben Bands gespielt und also toll, ja, gerade diese tollen Stücke, die man da von den Bands überhaupt gehört haben. In der Zeit, in den 60er Jahren, war ja Wahnsinn, was da war ja praktisch in Etablissements, waren ja immer tolle Bands und so. Aber zurück, Sie haben sich dann beworben, wie, erzählen Sie mal, wie ging das? Das war ja richtig das ging sehr streng. Ja, ja, da war ich schon auch ein bisschen überrascht, aber gut, das war so Procedure. Ich wurde eingeladen, man hat mir einen Platz angewiesen, hat mich da hingesetzt und man hat sich mit mir unterhalten, ganz allgemein, Englisch und Deutsch, meine Fremdsprache war ja Deutsch und Kenntnisse in einer anderen Sprache, Französisch. Und dann haben sie mich gebeten, ja, und dann hatte ich Stiefel an bis zu den Knien. Also wurde ich gebeten, die Stiefel auszuziehen, habe ich gemacht. Und sollte ich da auf und ab gehen, habe ich auch gemacht, musste mich umdrehen und dann wieder hinsetzen. Also es wurde alles ganz genau beobachtet, das habe ich schon gemerkt. Und gut, sie haben halt beobachtet, wie ich mich benehme, wie ich mich gebe. Und man hat ja auch, später habe ich erfahren, man hat eigentlich nur Stewardessen eingestellt oder Personal genommen. Man sollte schon bestimmt das Auftreten mitbringen. Ja, ein gewisses Niveau schon haben, ja. Selbstbewusstsein, ja. Daher hat das Interview auch ziemlich lang gedauert. Na gut, also jedenfalls habe ich dann
den Brief gekriegt, dass es alles geklappt hat. Ich meine, damals überhaupt zum Gespräch eingeladen zu werden, das war ja schon ein Erfolg. Und unter 1000 wurden nur zwei genommen? Wurden zwei genommen. Die Sie waren eine der Damen? Haben wir uns später kennengelernt, ja, auf dem Stewardess College, die, ja, kam aus Augsburg. Die war Faschingsprinzessin und ich war Gardistin. Also vielleicht hat das auch was ausgemacht. Ja. Kannten Sie da auch noch bei der Faschingsprinzessin den Vittorio Casagrande oder so? Ja. Der Italiener, der Pintarella di Luna gesungen, der war so der... Ja, richtig. Jetzt, ja, wo Sie das sagen, fällt mir das auch, ja, wieder, ja, ein, der Name. Mhm. Ja, und dann, Ihr erster Standort war Miami. Mhm. Erzählen Sie mal, wie war das? Was war das für ein Gefühl jetzt? Ich habe das ist ja schon irgendwie Wahnsinn, wenn man sagt, unter 1000 werden nur zwei Damen wirklich genommen und Sie sind jetzt als Deutsche, als Münchnerin bei der Penne, ja? Damals gab es natürlich andere Fluglinien, unter anderem auch die Lufthansa, logischerweise. Aber Sie waren bei der Pan Am und die Pan Am, also ich bin ja auch viel Pan Am geflogen, das war einfach ein Traum. Also da war man, und wie Sie es sehr gut sagen, Sie waren Gastgeberin. Man ist an Bord gekommen, man war Gast. Also wie in einem Fünf-Sterne-Hotel, also je nach Klasse natürlich. Aber Sie waren ja Chef Stewardess, wahrscheinlich nicht am Anfang, aber Sie sind es ja dann geworden. Also First Class war einfach 5 Sterne. Das war 5 Sterne. Wir hatten Catering, Maxims of Paris. Das war unser Catering und entsprechend war der ganze Service und, ja, die ganze Ausbildung. Ja. Und die Pan Am hat ja nach wie vor auf gutes Aussehen gelegt, dass wir adrett gekleidet sind. Die Pan Am hat immer gesagt, die Stewardessen sind das Gesicht der Fluggesellschaft, also die Visitenkarte. Und das haben wir ernst genommen und wir hatten Grooming Supervisor. Es wurde auch immer geprüft, ob alles die Haare in Ordnung sind, die Schuhe und so weiter. Also wir wurden so richtig erzogen und vor allem das Gewicht. Und es war gar nicht schlecht, weil das kann man ja dann auch später noch beibehalten. Ja, diese, also auch die Disziplin. Vorgang. Auch die Disziplin. Disziplin, auf alle Fälle. Aber es war schon ein bisschen überraschend. Ich habe ja in Miami gewohnt und wir mussten zum Beispiel einen sogenannten Full-Length-Slip unter der Uniform tragen, also einen langen Unterrock. Dass das auch kein Abdruck ist, oder? Nichts, dann einen sogenannten Gürtel, das Wort werde ich nie vergessen. Und das wurde auch geprüft, da wurde man dann in Po gezwickt und da haben die genau gesehen, ob die jetzt einen Gürtel anhat. Also, dass es nicht zu sexy gewirkt hat, ja, oder? Dass das Höschen sich nicht abzeichnet. Ja, ja, ja. Dann der Lippenstift, die Farbe war vorgeschrieben, die Fingernägel, der Lidschatten auch wie das Superjet Blue, also irgendwie haben wir alle gleich ausgesehen, aber auch die Passagiere, die haben das von uns erwartet, nicht nur die Fluggesellschaft. Und Sie begannen ja erstmal, da gab es ja den Wagen noch nicht. Ihr musstet ja einfach mit Tabletten servieren. In der Touristenklasse haben wir alles von Tablett her serviert. Aber in First Class gab es schon Wagen, oder? Auf und ab gegangen. In der ersten Klasse, da gab es schon Wagen, der Kaviarwagen, Vorspeisenwagen, Dessertwagen und so weiter. Also von dem Roastbeefwagen. Und jetzt gerade beim Hauptgang, was jetzt nicht vom Roastbeefwagen, also je nachdem, wir haben das ja alles an Bord, frisch zubereitet, ja, und die Passagiere wurden gefragt, medium well, rare done, was, ja, auch immer, und wer halt well done, der hat einen Endcut gekriegt und rare von der Mitte, und dann gab es natürlich die individuellen Speisen, die haben wir dann extra gebracht, Ente oder sowas, ja. Und Frau Miller, wir kommen jetzt in das richtige Gespräch rein. Sie wussten ja nie, wer kommt, aber Sie wussten schon, dass wenn jemand fliegt in den USA mit einer gewissen Klasse, dann wählt der Pan Am. Und Sie hatten ja da schon also wirklich tolle Menschen an Bord. Also vielleicht auch manchmal jemand, wo Sie sagen, Mensch, so wie Sie sind eine elegante Dame, das merke ich. Aber wo Sie merken, ah, der hat jetzt vielleicht eine Patek-Philippe-Uhr an oder der hat irgendwie schöne Hände oder was auch immer. Sie haben ja die Menschen auch gespiegelt, ja, und Sie wahrscheinlich auch. Wie war das, wenn Sie einfach dann, wenn es Boarding war, da kamen ja dann eben die Menschen rein,
Ja? Was geht da vor? Sie waren ja nicht alleine, Sie haben ja auch Ihre Assistentinnen gehabt oder andere Stewardessen noch dazu. Wie habt ihr euch da vorbereitet? Also wenn ein VIP da war, Hon oder so, wussten wir vorher schon Bescheid. Ja, die Passagierliste hatten wir. Wir hatten auch alle Namen von der ersten Klasse, wer mitgeflogen ist. Haben Sie auch die Herren und die Damen im Namen immer angeredet? Ja, haben wir schon. Und die Pan Am hat sogar mal angefangen, gleich an den Sitz den Namen hin zu pinnen, also hinzuschreiben, damit der Passagier jetzt nicht nach Nummern schauen muss. Aber aus Datenschutzgründen hat man das dann abgeschafft. Also das ging gar nicht. Aber wir haben die Passagiere schon mit Namen angesprochen. Und wenn ich das Haus verlassen habe oder mein Apartment, ich wusste nie, wer fliegt heute mit uns. Das war immer spannend, weil es war fast immer jemand dabei, der interessant war. Ja, oder der und es war ja Kommunikation pur. Einfach, sie mussten sagen, how are you? Sie mussten mit denen reden, so ein bisschen erstmal Smalltalk. Ja? Smalltalk, wenn er das möchte. Aber Smalltalk ist ja im Grunde immer ein Big Talk. Je nachdem, wie man den Menschen einfach begegnet. Ja? Wenn wir einfach mal so einen Sprung machen. Also ich bin ja auch in meinem Leben viel geflogen und fliege ja nach wie vor, aber als natürlich früher, wir waren in 60 Ländern der Welt, also ich habe das immer genossen, also ich bin viel Lufthansa geflogen natürlich, ich habe es immer genossen, wenn die Stewardess dann gesagt hat, guten Tag, Herr Lejeune, schön, dass wir Sie an Bord haben. Das. Und jetzt kommen wir doch mal, machen wir so einen kleinen Zwischensport, es schauen ja bestimmt auch viele, viele Stewardessen oder Stewards zu. Leider heißen die heute nicht mehr Stewardessen und Stewards, sondern sie heißen Flugbegleiter. Tut Ihnen das weh, wenn Sie das mal so... Ja, es ist schade, aber die Zeit hat sich ja auch geändert. Also zu meiner Zeit war ich Stewardess, bin es eigentlich auch immer geblieben. Ich fühlte mich immer als Stewardess. Und als Stewardess fühlte ich mich als Gastgeberin. Mhm. Ja? Und ich habe das auch so beibehalten. Das heißt jetzt nicht, dass man als Flugbegleiterin heute muss man natürlich auch einiges mitbringen, aber es hat sich so viel geändert. Auch die Passagiere haben sich geändert. Es kam dieser Massentourismus. Das kann man mit dieser Zeit gar nicht vergleichen. Ich finde es sehr schade. Ja. Aber meinen Sie nicht, dass das mal wieder kommt? Meinen Sie nicht, dass jetzt eine Sehnsucht, also ich persönlich sehne mich schon, dass ich irgendwie auch, wenn ich eine große Strecke fliege, es gibt ja tolle Airlines, also ich fliege oder ich bin viel geflogen, und momentan geht es nicht wegen der Pandemie, aber ich bin viel geflogen mit Qatar Airways. Da ist schon so ein Reminder, wo ich sage, so war es auch früher. Oder ich bin viel mit Swiss Air geflogen, also viel immer Zürich, New York und so. Da war man irgendwie, man wurde glücklich gemacht, ja. Und man ist irgendwie, man wurde als Persönlichkeit wahrgenommen. Glauben Sie nicht, dass da so mein Comeback da ist, dass Menschen einfach sagen, dann fliege ich halt Business Class oder fliege einfach mal zwei ein bisschen mehr, weil wenn ich also so 10 Stunden fliege, da möchte ich auch irgendwie so, ja, einfach, verwöhnt ist das verkehrte Wort, aber ich möchte einfach relaxed sein, ich möchte einfach, ja, mich vielleicht auch mal mit der Stewardess unterhalten oder mal was fragen. Ja. Glauben Sie nicht, dass da wieder ein Markt sich auftut? Es wäre schön, es wäre wünschenswert. Ich weiß nicht, ob sich das ändert, aber wenn man heute, wie Sie sagen, man unterhält sich vielleicht gerne mit der Stewardess und wir hatten sehr schöne, interessante Gespräche, konnte ich führen. Aber heute, die sitzen vor ihrem Laptop und arbeiten, ja, egal in welcher Klasse. Ob da Zeit ist zu einem Gespräch, ich weiß es nicht. Es wäre wünschenswert, wenn da wieder mal ein bisschen mehr Ruhe reinkäme, ein bisschen mehr die Reise, sage ich mal, Reise oder Flug zu genießen. Auch bei Touristen sich darauf vorbereiten, auf diesen Flug. Und es ist ja manchmal, ich habe Sachen erlebt, wo die Leute gar nicht wissen, in welches Land sie hinfliegen. Ja, naja, die und dann, wenn man sagt, München-Mallorca, 22-Euro-Flug, dann ist das einfach nicht drin. Das ist, und Sie haben etwas Schönes gesagt. Ich hab mich ja vorbereitet auf unsere Sendung.
Sie haben auch gesagt, vor der Globalisierung war die Welt irgendwie ein bisschen schöner, weil da hat Mailand andere Geschäfte gehabt wie München oder wie Kopenhagen oder so. Aber heute schaut Peking aus wie London und London schaut aus wie München und München schaut aus wie Stockholm. Also es ist überall gleich. Also es gibt die Fast-Food-Restaurants, es gibt die gleichen Boutiquen. Das ist irgendwie... Ja, man braucht bloß schauen, New York, die Fifth Avenue. Mein Gott, war das elegant, ja. Aber Saks gibt es immer noch. Ja, den gibt es noch. Der ist schon aber auch die schön. Ganzen Modiketten, also es ist einfach schade, finde ich. Ja, also man Park Avenue und so weiter ist ein bisschen anders. Aber allein die Fifth Avenue, egal welchem Kontinent, jede Großstadt, da sind einfach diese Coffee-Ketten und Schnellimbiss und wie auch immer. Die Leute haben wahrscheinlich keine Zeit mehr. Es ist schade. Und die Länder, die vielleicht noch interessant wären, die kann man nicht bereisen, ich meine, im Moment sowieso, aber dann ist wieder Afghanistan. Oder ich bin sehr viel nach Pakistan geflogen, wunderschönes Land. Kann man heute nicht mehr. Oder Beirut, meine Güte, war das toll. Beirut war das Paris, also Mittlerer Osten. Das war toll. Wunderschön. Jetzt lassen Sie uns mal so ein bisschen auf Ihre Flugzeit. Sie sind fast 40 Jahre, wie lange? So gut 30. Gut 30 Jahre geflogen. Da gibt es ja schöne Geschichten wahrscheinlich. Also als erstes kann ich mir vorstellen, da gab es sicherlich Herren, die Sie gerne gesehen haben. Also wo da mal eine Visitenkarte kommt, links oder rechts. Das ist ja schön. Das war nett, das war keine Anmache. Es war einfach nett. Einfach charmant. Ein Kompliment. Ja, man wollte Sie kennenlernen und... aber da war ja einfach schon auch von seitens der Pan Am war strikt, das geht gar nicht. Da gab es keine Vorgaben in dem Sinn. Man war zurückhaltend. Wie sich das halt gehört, wenn man erzogen aber ist. Aber da gab es ja sicherlich auch, ich bin ja auch viel international geflogen, da gab es also dann... Ich bin viel die Strecke geflogen. Also zum Beispiel, früher ging es ja nur Düsseldorf, New York. Ich bin immer New York geflogen. Und da habe ich dann immer geguckt, so manchmal, ich sage jetzt keine Namen, aber da gibt es ja großes, auch Münchner Unternehmen, die dann eben geschäftlich rübergeflogen sind. Und dann haben die schon, also so nach 2 Stunden haben die also schon, also vorne in der First Class oder so, haben die schon mal so, also zum Teil 5 Bier gehabt und 6 Glas als Champagner. Und dann haben sie zum Schluss geschlafen oder so. Da gibt es ja auch Geschichten, wo sie dann einfach merken, jetzt muss ich einfach die Schenke mal zumachen oder so, oder? Ja, also man hat vom LBA eigentlich schon die Vorgabe, dass man darauf zu achten hat, was der Passagier, also es konsumiert. Dürfen keine Betrunkenen an Bord sein. Und ich erinnere mich sehr gut, das war ganz wichtig, gerade bei der Pan Am, wenn ich das Bordbuch, Logbuch geführt habe und ein Passagier wurde auffällig wegen Trunkenheit oder so. Ich durfte nie reinschreiben, der Passagier auf 29a oder so war betrunken, sondern he appeared to be intoxicated. Also es schien, als wäre er, damit ja nichts auf die Fluggesellschaft zukommt. Ja? Und man darf auch keinen an Bord nehmen, der angetrunken ist. Also das sind Bestimmungen, die sind eigentlich einzuhalten. Und dann hatten Sie mal, einen blinden Passagier an Bord. Ja, das war schon, das tut mir heute noch leid, dass der Passagier, der war auf dem Flug von New York nach Brüssel und es war ganz ruhig in der Kabine, alle haben geschlafen und der junge Mann kommt auf mich zu und der hält sich mit mir, ganz netter Mann, und der wollte genau wissen, wie die Einreisebestimmungen sind in Brüssel. Welche Wege man da zu gehen hat, etc. Und irgendwie habe ich ihn dann mal gefragt, warum er das alles so genau wissen will. Und sagte zu mir, ja, er hat kein Ticket. Kein Ticket, ja. Sag ich, warum hat er denn kein Ticket?
Und dann aber war das noch am Boden? War das noch am Boden, oder? Nee, das war in der Luft. War schon in der Luft. Das war nachts, alles hat geschlafen, dann kam er zu mir in die Galley, ja, in die Bordküche. Und also er hatte kein Ticket und ich habe ihn dann gefragt und er sagte, ja, aber ich soll es niemand sagen. Er möchte nicht in den Vietnamkrieg eingezogen werden. Er hat einen Einberufungsbefehl bekommen und das wäre die einzige Möglichkeit, weil wenn er ein Ticket kauft, dann ist er auf der Liste und dann schaut schlecht aus für ihn. Und ja, was soll ich machen? Eigentlich will ich dem Mann helfen. Und aber es war meine Pflicht, dem Kapitän Bescheid zu sagen. Und ja, kurz, ich habe ihn hab dann gesehen, wie er von Bord ging und von zwei Männern in Uniform abgeführt wurde. Und ich muss heute noch dran denken, okay, weil wenn der im Vietnamkrieg, hoffentlich ist ihm nichts passiert. Ja. Und, weil ich bin nicht so, und das ist klar, keiner ist so. Wenn es geht, will ich helfen, aber dann wieder meine Dienstvorschrift, wenn es dann doch natürlich rauskommt. Natürlich. Frau Miller, welche Stadt auf der Welt kennen Sie nicht? Ach, da gibt es sicher viele Städte, die ich nicht kenne und auch nicht kennen muss, sagen wir mal so. Aber Sie sind ja viel, viel eben international, also nur international. Ja, ich habe favorisierte Städte, da gehört jetzt natürlich New York dazu, da habe ich ja gewohnt, in Manhattan, mittendrin. Tolle Zeit gewesen, dann gehört Hongkong dazu. Also die beiden, die würde ich jetzt schon mal rausstreichen als Lieblingsstädte. Es wäre jetzt nicht Peking, Shanghai, weil das schaut ja heute morgen aus, also es schaut morgen anders aus als heute, ist auch ganz was anderes, aber Hongkong hat noch mehr Chinesisches und das Essen. Jetzt haben Sie natürlich auch Flüge gehabt, wo es mega Turbulenzen gab. Haben Sie auch, da gibt es ja auch Situationen, wo plötzlich Passagiere Angst bekommen, wo die einfach mal schreien oder wo ja gerade dann so die Stewardessenberuf dann ganz wichtig ist, weil dann müssen Sie beruhigen oder wenn es eben, wie gesagt, auch mal technische Probleme gibt. Ich habe das selber mal erlebt, also ich habe in New York eine Notlandung erlebt. Ja. Und zwar beim Start sind da so Schwäne in New York, also ins Triebwerk so rein. Ja. Das war so eine DC-10. Und da hat der Captain dann eben einfach, und dann habe ich gesehen, wie dann der Treibstoff abgelassen wurde. Ja. Und ich war gerade so auf einer erfolgreichen Reise zurück nach München, war zur Weihnachtszeit. Und dann plötzlich heißt es, ja, also wir haben jetzt nicht so gute Nachrichten, aber der Kapitän hat das sehr gut formuliert, aber trotzdem war eine Notlandung, ja, also er musste runter. Haben Sie auch mal Notlandung erlebt, oder? Nein, eine Notlandung nicht. Ich hatte einmal in Mexiko einen Vorfall, das haben aber die Piloten gerettet und das war eigentlich so das Gravierendste, was ich erlebt habe. Und zwar war das auf dem Flug von Frankfurt nach Mexico City. Man kommt am Abend an, es ist immer wunderschön, auf die Lichterstadt so von Mexiko Millionen City, 8,5 Millionen, ja, ja, ja. Das war immer beeindruckend, das war toll. Und wir waren in der Warteschleife, weil so viele Maschinen zur gleichen Zeit angekommen sind. Wir kreisen und kreisen und warten, dass wir endlich einmal landen können. Und ich sitze da auf dem Jumpseat. Passagiere waren schon alle für die Landung vorbereitet und auf einmal zieht die Maschine steil nach oben und also ein Overshoot und da weiß man ja sofort, da ist was passiert. Und ja, was war los? Und zwar hat unsere Maschine, eine 747, vom Tower die Anweisung bekommen auf eine bestimmte Flughöhe. Die Flughöhe wurde eingehalten. Gleichzeitig aber hat eine mexikanische Maschine, ein Airbus, wir hatten Jumbo, die gleiche Höhe angewiesen bekommen. Und zum Glück hatte die Lufthansa ein Sicherheitswarnsystem an Bord. Schon, ja. Da war ich schon bei der Lufthansa. Ein Sicherheitswarnsystem an Bord, das sogenannte TCAS, Traffic Collision Avoidance Systems, heißt es ausgesprochen. Und dieses Sicherheitswarnsystem hat sich gemeldet und gesagt, rise, also steige. Flughöhe ändern. Ja. Und die Piloten mussten entscheiden, und zwar sehr schnell entscheiden. Dann kam TCAS wieder mit fall. Und bei fall, das ging um 4 Sekunden, haben sie die Maschine steil nach oben gezogen und
wir waren aus diesem raus, Dilemma raus. Bei drei oder zwei wäre es ein Zusammenstoß wahrscheinlich gewesen. Bei null wäre dann ein Zusammen, das könnte man sich gar nicht vorstellen, naja. Über der 8,5 Millionen Stadt, fast voller Jumbo und dann ein Airbus, auch gut besetzt. Es gab dann noch natürlich ein Debriefing für die Piloten am Flughafen in Mexiko. Und, aber diese Tour, wir sind sonst immer noch irgendwo hingefahren. Wir hatten 2 oder 3 Tage in Mexiko Aufenthalt, einen Ausflug gemacht. Aber wir sind da nur so rumgeschlichen. Irgendwie... Sie hatten ja auch Notfälle an Bord. Da ist ja auch die Stewardess, speziell die Chefstewardess, sehr gefragt. Dann kommt ja meistens der Call, ist ein Arzt an Bord. Aber irgendwann hatten Sie, glaube ich, auch einen Todesfall an Bord. Ja, das war nach dem Frühstück. Der Flug von Chicago kam das. Und diese Dame, standen Leute an den Toiletten an. Und die ist plötzlich zusammengebrochen, hat schlecht Luft gekriegt. Ich habe sie auf den Jumpsitz gesetzt und Sauerstoffgerät geholt und noch mit einer Kollegin zusammen natürlich. Und wir haben dann einen Arzt ausgerufen, der hat sie behandelt und haben sie dann in die Bordküche gelegt, Gardinen ein bisschen zu, damit es abgeschirmt war vor den anderen Passagieren, aber er meinte, da ist nichts mehr zu machen. Der Kapitän wollte dann noch fragen, ob er eine Notlandung einlegen sollte, aber laut Anweisung vom Arzt meinte er, das macht keinen Sinn. Und wir haben sie dann in die letzte Reihe von der Business Class gelegt, Passagiere ein bisschen umgesetzt. Und und dann war der Mann dabei und er hat mir erzählt, sie haben älteres Ehepaar, sind schon Schicksale. Sie haben ihre Tochter, die ausgewandert ist, nach Chicago besucht. Vielleicht haben die beiden lang gespart auf den Flug, ja. Und war meine Frau und so. Ja, sage ich, wir rufen jetzt in Frankfurt erst meinen Arzt und so weiter. Sie ist da in guten Händen und so. Ja, was soll man machen? Ne? Diese schlimm, ja. Jetzt könnten wir natürlich noch über vieles reden. Sie haben viele Prominente an Bord gehabt, unter anderem Jackie Kennedy. Ja. Bestimmt Cassius Clay war an Bord bei Ihnen. Aber Sie waren da auch so eine Dame, immer auf Augenhöhe, die Prominenten auch versorgt, ohne dass da irgendwie so, oh, jetzt kommt der rein. Nein. Und Autogramm von hier und links. Nee, das haben Sie nicht. Das haben wir nicht gemacht, weil wir waren Gastgeberin. Ja. Mir tut es eigentlich heute noch leid, dass ich jetzt wenigstens ein Foto hätte oder so ein Auto von Charles Lindbergh. Charles Lindbergh. Den hatte ich an Bord und der war wirklich so nett. Der war jetzt nicht nur berühmt und hat was geleistet, der war im Aufsichtsrat von Pan Am. Er war auch sonst ein so sympathischer Mann, der war ja riesengroß im Vergleich zu mir, ich musste raufschauen. Und er hat den Platz in der ersten Klasse, den hat er aber nur kurz in Anspruch genommen und hat sich dann die letzte Reihe vor der Galley hat er sich reservieren lassen, hat da die ganze Nacht gearbeitet, hat geschrieben. Und zwischendurch kam er mal vor, wir hatten in der 707 eine kleine Lounge, Pan Am war die einzige mit einer Lounge in der 707, wurde auch sehr gerne von den Passagieren in Anspruch genommen und kam vor und hat sich da hingesetzt und hat sich mit uns ganz gerne unterhalten, er war sehr unterhaltsam und hat dann auch die Piloten im Cockpit gesucht und die waren natürlich hoch erfreut, Charles Lindbergh im Cockpit, das war wahnsinnig. Unglaublich. Und dann hatten Sie eine junge Kollegin, sie hieß, glaube ich, Nancy. Die Nancy. Und Nancy, die Geschichte, die müssen Sie noch erzählen, weil wir sind schon fast am Ende der Sendung, aber das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Die Nancy, ganz liebe, jedenfalls, das war kurz, es war zur Zeit der Mondlandung. War sie eine Amerikanerin, oder? Amerikanerin? War eine Amerikanerin, die Nancy. Es war ja auch bei uns, auch für die Passagiere war es interessant, weil wir hatten, und die Stewardessen, die waren ja von allen Nationalitäten vereint, aber die Nancy war eine Amerikanerin. Und sie war auf ihrem ersten Flug. Und der Kapitän hat das mitgekriegt, dass wir eine ganz neue Stewardess an Bord
haben und sagte, ich habe eine Überraschung für Sie und ich lade Sie mal ein ins Cockpit. Und das war ja da gerade der Flug zum Mond, Armstrong und so Armstrong weiter. Armstrong war am Mond, ja, ja, natürlich. Ja. Und dann, ja, Nancy, lade ich ein und die soll mir da mit oben sprechen, mit dem Armstrong. Und habe ich gesagt, meine Güte. Aber dann, Nancy, während des Fluges hat es gerade gepasst, habe ich zu Nancy gesagt, der Kapitän lädt dich ein im Cockpit, du sollst doch mal bitte vorkommen. Und der Kapitän, ja, Nancy, wir laden dich ein, setz dich dahin. Und der Flugingenieur hat ihr den Sitz zurechtgemacht, hat ihr die Ohrmuscheln aufgesetzt. Und vor der Kapitän schon so, you want to talk to the man in the moon? Ja, ich und so, ja. Also jedenfalls hat dann die Nancy ganz andächtig sitzt da und der Pilot oder Co-Pilot war es, weiß nicht mehr genau, hat dann mit ihr gesprochen, hi Nancy, this is Neil Armstrong, you're on your first flight. Und dann haben sie sich unterhalten und irgendwann einmal hat Nancy das ist, gemerkt, dass das ja der Kapitän Geschichte. War davor. Schöne Geschichte. Aber sie war nicht beleidigt. Nein, nein. Liebe Frau Miller, so schön, dass Sie heute in meiner Sendung waren. Und schade, dass es eben einfach, dass Sie nicht mehr fliegen. Schade, ja. Schade. Und schade. Sie können wirklich stolz sein auf Ihr Leben. Wirklich ganz toll. Vielen Dankeschön. Dank. Vielen Dank. Ja, ich danke Liebe Ihnen. Zuschauer, das war's. Diesmal mit Edeltraud Miller. Sie war viele, viele Jahre eine Top-Stewardess bei der Pan Am. Eine der besten Airlines der Welt. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Le Schön Talk. Bis dahin noch eine schöne Zeit.